Ja, ich bin gerade ein bisschen nachdenklich. Ich schaue mir die Fotos von meinem geliebten Kalifornien an. So, Unglücke, egal ob es auf den Philippinen ist, mit Taifuns, Überschwemmungen, es gibt immer etwas. Das hat nicht gerade viel mit meinem Thema zu tun, trotzdem was zum Überlegen. Ich hatte heute Morgen mit dem Mann dann Diskussionen, ein eigenes Haus. Ihr wisst ja, ich mag Immobilien zum Investieren, zum Vermieten, aber für mich selber möchte ich keine Sicherheiten. Was sind Sicherheiten heutzutage noch? Ein Haus ist keine Sicherheit mehr, man sieht es immer wieder. Viele andere Dinge sind nicht mehr sicher. Was sicher ist, ist unser Wert. Wer wir sind, was wir haben, was wir gelernt haben. Am Samstag am Fachkongress da für Bloggers habe ich mit jemandem diskutiert, auch wegen Versicherungen. Wir können uns noch so hoch versichern. Wir sind nie genügend versichert, wenn wir einfach nur Versicherungen kaufen. Das ist ein Luxus, Dinge haben. Alles ist schön und recht, wenn man nicht an diesen hängt. Man kann diese nutzen für einen Teilbereich. Wenn diese weg sind, dann sind sie wieder weg. Und mit diesem Gedanken zu leben, macht es einfach viel einfacher. Einfach immer wieder ein bisschen bewusst leben. Das macht es einem natürlich einfacher, wenn man wieder so Schicksale sieht, wenn man sieht, was alles passieren kann. Man lebt wieder dankbarer. Ja, logisch. Trotzdem können wir einfach nicht den ganzen Tag nur die negativen Nachrichten anschauen. Die sind immer da. Die sind, jeden Tag gibt es diese Momente. Also dann wären wir ja gar nicht mehr glücklich, weil wir dauernd nur an das Negative, an das Unglück denken. Das sollte. Wir können nun mal dies nicht ändern. Wir können aber unseren Alltag ändern. Wir können bei uns beginnen und unser Leben, unser Umfeld so glücklich und so bestens wie möglich gestalten. Also probier heute wachsam zu sein, dass du dich nicht gleich ärgerst, dass du überlegst, warum bin ich jetzt wütend, was hat mich jetzt verärgert. Denn wir erstellen ja aus den Gedanken das Gefühl selber. Dazu kommt in Kürze einen großen Beitrag. Ja, diese Fotos mussten jetzt kurz sein, damit ich das für mich auch als Reminder speichere und auch denke, wie schön ein Mensch zu sein. Wir können entscheiden, wir können uns bewegen auf Situationen, in denen wir uns nicht wohlfühlen. Ein Tier, diese vielen Tiere jetzt in diesem Feuer, die haben null Ahnung, die sind völlig verirrt, die tun mir sowas von leid, die konnten sich nicht vorbereiten, nicht. Sie sind angewiesen auf unsere Hilfe. Aber wir Menschen, wir sehen, wenn etwas auf uns zukommt. Nur wenn du in einer Situation bist, an einer Arbeitsstelle, in einer Partnerschaft, irgendwo, wo du schon seit Wochen, seit Monaten unglücklich bist oder du jeden Tag damit einen Ärger hast, dann nimm das wahr und entscheide dich und ändere das. Und das ist doch das. Mami Oase schreibt mir gerade, ja, nicht mal in uns selbst investieren reicht. Denn wenn wir einen Gehirnschlag haben, wenn wir gesundheitlich etwas damit mit unseren Gedanken haben, dann nützt das auch nicht. Also siehst du, es gibt keine Sicherheit. Es gibt sie einfach nicht. Was tun wir dann? Was tun wir, wenn wir keine Sicherheiten haben? Einfach so in den Tag leben und nichts vorausdenken? Was tun wir? So, heute glaube ich noch der letzte Tag Regen. Und was witzig ist, wir hatten ja jetzt 2 Wochen Regen im Tessin und viel Wasser. Ich habe ja da noch gepostet. Und jetzt schau mal, vor 4 Jahren hatten wir genau auch diese, das war die To-Do-Liste. Ja, was würden wir tun, wenn es diese nicht gibt? Das ist wie eine Einkaufsliste. Einkaufsliste funktioniert ein bisschen einfach. Jemand, der geübt ist mit einer. Wenn man sich geübt ist damit, dann ist sie wundervoll, denn man kennt sich selber, man weiß, wie viel Zeit, dass man zu investieren hat, wie viel Zeit das verfügbar ist. Jemand, der jedoch sich nicht so damit auseinandersetzt, der wird am Abend deprimiert. Trotzdem überschätzen wir uns doch immer wieder. Wir nehmen uns eine riesige Liste vor, ja, ich werde morgen das und das und das und das tun. Und dann kommt noch das dazwischen und das dazwischen und am Ende habe ich es dann wieder nicht gemacht.
Ich beginne sogar schon andersherum, dass ich immer aufschreibe, was ich schon getan habe. Alle die ganz kleinen Kleinigkeiten schreibe ich auf. Ich habe einen Link hier gesetzt, das gemacht, Blogartikel, Verkauf hier, Versand hier, Telefon, alles schreibe ich. Da ist man am Abend erstaunt, was man alles wirklich geschaffen hat. Und dann sieht man vielleicht, oh, das Wichtige, die wichtigen Dinge, die ich eigentlich noch machen wollte, habe ich nicht gemacht. Also wie bringe ich jetzt diese beiden Dinge überein? Mit einem einfachen, aber sehr effektiven Trick. Und zwar, dass wir uns Maximum auf 1 bis 3 Prioritäten oder Aufgaben pro Tag setzen. Nicht mehr, das reicht völlig aus. 1 bis 3. Überlege dir am Abend vorher oder mach das heute Abend. Was sind deine Wünsche? Was ist dir wirklich wichtig? Was schiebst du da vor dir her, weil du einfach nie die Zeit dafür hast? Weil es einfach nicht zwingend notwendig ist und trotzdem wäre es was Schönes, wenn du das. Das können wirklich sehr banale Dinge sein, aber es entlastet, wenn das weg ist. Bei mir war es heute zum Beispiel, ich habe einen Fensterbauer angerufen oder der ist endlich vorbeigekommen wegen einer Katzentüre. Das ist nicht wichtig, ich habe das vor mir. Es tut einfach wahnsinnig gut, wenn wir uns das vornehmen und dann umsetzen. Und umso mehr wir in diese Übung kommen und denken, ja, ich schaffe das, ja, ich mache das, umso motivierter werden wir, umso mehr werden wir umsetzen, umso erfolgreicher werden wir sein. Das ist so eine Art, den Stein ins Rollen zu bringen. Es ist wirklich so. Es braucht manchmal nur so einen Schubser. So, okay, ich rufe jetzt mal an, ich bewerbe mich jetzt mal da, ich stelle dieses oder jenes mal zusammen und dann kommt es ins Laufen.